Und jetzt kommen wir zu ganz viel schönem Angeberwissen fürs Büro mit Charlotte Kalinder. Ja. Wir fangen direkt an, oder? Guten Morgen. Guten Morgen. Genau. So, stimmt es, dass man bei Kälte mehr Hunger hat? Ja, hat man, weil man natürlich mehr verbraucht, weil es kalt ist. Muss sozusagen der Körper ja sich bemühen, um die Wärme zu halten. Dadurch verbrauchen wir mehr, haben mehr Hunger und essen natürlich auch mehr. Ne? Kennt man. Ja, man isst im Winter automatisch mehr. Das ist evolutionsbedingt auch eigentlich richtig gewesen. Nur damals hatte man ja nicht an jeder Ecke irgendwie Fastfood-Läden. Und deswegen, man hat sich mehr bewegt. Genau, und man hat sich auf dem Acker beim Arbeiten mehr bewegt und nicht hier so faul im Studio rumgesessen. Genau. Der nächste, bitte. Stimmt es, dass Ingwer gegen Muskelkater hilft? Also manchmal denke ich ja, und das ist auch richtig, Ingwer hilft ja eigentlich im Grunde gegen alles. Ja. Ne? Es ist wirklich ein Wahnsinn. Und somit eben auch dagegen. Und das geht am besten, wenn wir Ingwer in kleine Stücke schneiden, dann mit heißem Wasser übergießen und das ein bisschen ziehen lassen, dann umfüllen mit lauwarmem Wasser zusammen in eine Wärmflasche. Und dann nehmen wir so ein Tuch, so ein Geschirrhandtuch oder so, und geben dieses gezogene Wasser da drauf und legen das auf die Muskelkaterstelle oder was auch immer wir beheben wollen. Wir trinken das sozusagen genau. im Ingwerwasser. Und da dann noch mal eine Wärmflasche drauf, damit es sich lange warm hält, der Sud des Ingwers. Mhm. Und dann noch mal eine Wolldecke drüber. Und dann hält sich das sehr lange und dann ist der Muskelkater weg. Mhm. Okay. Der nächste, bitte. Stimmt es, dass es Menschen gibt, die Angst vor Schnee haben? Ja, Chiniophobie. Chiniophobie oder Chinio, je nachdem, wie man es ausspricht, sagen ja manchmal auch China. Es gibt wirklich Menschen, es gibt ja sehr viele Phobien. Da wollte ich auch immer mal was drüber machen, über die beklopptesten Phobien. Gibt es Menschen, die haben richtig panische Angst, wenn sie nur an Schnee denken? Ja? Kennt man von Menschen, die Angst vor Schlangen haben oder Spinnen? Bei mir ist auch, wenn ich an Spinnen denke, so diese sehr großen, dann läuft mir auch ein bisschen so ein Schauer über den Rücken. Aber bei Schnee ist ja so wunderschön. Schnee tut ja auch nichts. Nein. Bewegt sich ja auch nicht. Nein, man bewegt sich gar nichts. Ich konnte ja zum Beispiel letzte Woche deswegen gar nicht herkommen, weil wir so viel Schnee hatten in Schleswig-Holstein. Aber gut. Ja, der nächste, bitte. So, jetzt kommt man dazu. Stimmt es, dass Pupse Krankheiten übertragen können? Ist das nicht eine schöne, ich finde das ja, Thema, toll. Ich mag das ja. Es wird ja hier immer, wenn ich sage, können wir nicht mal was über Blähungen machen? Gerne. Sage, nein, das möchten Menschen am Frühstückstisch nicht hören. Aber es gibt ja sogenannte Pups-Experten und die beschäftigen sich sehr viel mit diesem Thema und ich kann ausrichten lassen von den Pups-Experten, dass die Krankheit nicht übertragen wird. Man denkt ja, ne, man hat ja also Minimum 20 Darmwinde, ist das schönere Wort, am Tag, die so entfleuchen. Aber es ist nur ein Teil der Verdauungsgase. Und somit ist das mit den Bakterien nicht so, dass die dann sozusagen durch die Luft dann quasi so übergehen Gut. auf den anderen Menschen. Dann haben wir das auch gelernt. Fröhlich rauslassen. Dann der nächste, bitte. Machen wir weiter mit. Stimmt es, dass Bluthochdruck oft auch den Partner betrifft? Ja, das finde ich sehr interessant. Ja. Dadurch, dass die Menschen dann ja auch häufig zusammenleben und den gleichen Lebensstil pflegen, das ist der Grund. Ähnlich viel Sport treiben, ne? Man gleicht sich ja auch häufig an über die Jahre. Ähnliche Dinge essen auch. Kommt es dann eben auch zu der Lebensstilerkrankung? Haben ja. Also über 50% der über 50-Jährigen haben ja Bluthochdruck schon, kommt es dann eben zu einer Anpassung. Beziehungsweise, dass man das dann gleich entwickelt. Und das finde ich an sich, auch das Gewicht steigt, alles ist ähnlich. Und dann ja, ist das so. Der nächste, bitte. Wir kommen zu einem wirklich spannenden Thema, weil, ich erzähle es gleich, erstmal stimmt es, dass warmes Bier bei Erkältung hilft. So, und wann kommt die Geschichte? Danach. Also, man kann nicht sagen, dass es hilft, aber einigen Menschen scheint es zu helfen. Sagen wir mal so, belegt in Studien ist es nicht, aber Hopfen und Malz, da sind unter anderem ätherische Öle drin, die dazu führen, dass diese Wirkung entsteht. Aber wichtig ist, dass man eben es nicht kocht, sondern nur erwärmt und ein bisschen Honig dazu gibt. Dann ist das durch diese Kombination Honig, Hopfen und Malz wirklich eine ganz gute heilende Wirkung. Kann entstehen. Meine Geschichte dazu erzähle ich später, Nein. wenn wir uns noch mal sehen. Doch, das machen wir jetzt, einen schönen Spannungsbogen. So einen schönen Spannungsbogen. Ja, wir haben ja gleich auch noch spannende Themen im dritten Talk. Okay, aber Charlotte. Versprochen, dann erzählst du das. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.